Manchmal kann man es spüren, erahnen, wenn sich Unheil ausbreitet. Es liegt in der Luft, der Wind erzählt es, wispernd. Man kann es in wehenden Blättern ablesen, wenn man innehält. Aber diese fünf hatten keinen Sinn für den Wind. Sie waren getrieben, die einen von Auftrag ihres Bosses, die anderen von schierer Gier. Die Pecorinis waren gewohnt, alles zu bekommen, wonach sie in ihrem Villaggio verlangten. Einen Pecorini schlug man besser nicht aus. Und so war es eine Überraschung, als sie von der braven Frau vor vollendete Tatsachen gestellt wurden. Fast kam es zum Tumult. Doch man behielt die Nerven und beschloss, lieber noch einmal zu telefonieren. Pecorini war erfreut über so schnelle Antwort. Allerdings verschlechterte sich seine Laune augenblicklich, als er über den Misserfolg der Aktion unterrichtet wurde. Er schickte seine Leute direkt zur Plattenfirma, wo die Alben lagerten, nicht ohne die Ermahnung, diese Angelegenheit sauber zu regeln. Es ging schließlich um den 18. Geburtstag seiner Tochter. So ging die Reise also weiter, doch diesmal hatte die Ratte die Nase voll. Denn als die Pecorinis ankamen, wurden sie Zeuge, wie die Albertinis die Angelegenheit auf ihre Art regelten. Und zwar alles andere als sauber. Sie plünderten das ganze Lager und ließen nicht eine CD zurück. Klossi Mals, mit dem Vetteri, den nun folgende Anruf tätigte, war nur eine Ahnung, ja nur der Bruchteil eines Reiskorns gemessen an der Wut, die sich augenblicklich in Pecorinis Bauch ausbreitete. Pecorini verlor nur selten die Beherrschung. Sehr selten.